Einen wunderschönen guten Abend, Hamburg. Willkommen zum Deutschland-Slam, wo der Meister des Science-Slams ermittelt wird. Mit einem jungen Mann von der LMU München und der Bayerischen Theaterakademie München. Mit dem Vortrag mit der pünktlichen Verspätung einer Diva, Varianten des musikalischen Auftritts in der Operette. Einen großen Applaus für Benjamin Künzel! Ja, mein Vortrag beschäftigt sich mit dem vielseitigen Phänomen des musikalischen Auftritts im Bereich der leichten Muse, präziser der Operette, eine unbedingte Notwendigkeit, um dieser 100-jährigen Gattung endlich mal beizukommen. Moment. Die Idee für dieses Forschungsfeld entspringt meiner Auffassung, dass es im Bereich der Operette nichts Wichtigeres gibt als einen guten Auftritt. Sie kennen das vielleicht aus Ihrem Alltag, wenngleich Sie da nicht singend durch die Gegend laufen, dass gerade der erste Kontakt mit einem Menschen nachhaltigen Eindruck hinterlässt, für alle zukünftigen Begegnungen richtungsweisend, wenn nicht sogar prägend ist. Der Auftritt ist sozusagen eine musikalische Visitenkarte. Die verschiedenen Varianten des musikalischen Auftritts lassen sich 8 Kategorien zuordnen, die ich entwickelt habe. Da wäre zum ersten der musikalische Knallauftritt, zweitens das verwirrende Hereinplatzen, drittens die informative Berufsstudie, viertens die musikalisch-pathologische Studie, fünftens exotische Phantombilder, sechstens, beseelt romantisiertes Hereinschweben. Siebtens, das Ich-Bin-Entree. Und achtens, das genreübergreifende Entree. Als Beispiel für den effektvollen Knallauftritt dient mir der Auftritt der Clivia Gray aus der Operette Clivia von Nico Dostal aus dem politisch auftrittsreichen Jahr 1933 in Berlin. Das Prinzip dieses Auftritts besteht ganz einfach darin, der Vorhang geht hoch, lauter kostümierte Menschen in schlimmen Gewändern und mit greller Beleuchtung und aus heiterem Himmel fällt der Sopranistin ein Paso Doble in den Schoß. Klingt dann so. Mit der pünktlichen Verspätung einer Diva komm ich an und ich bin erstaunt, was einem alles hier passieren kann. Jetzt kommt der super Textteil. In der Eile ganz in Rage komm ich aus einer Teeplantage. Man weiß nicht so ganz, was das soll, aber es ist effektvoll. Kommen wir nun zur zweiten Kategorie, dem verwirrenden Hereinplatzen. Dem szenischen Gestus des Hereinplatzens gemäß ist diese Form des musikalischen Auftritts äußerst realitätsnah und musikalisch oft recht einfach gestrickt. Zumeist in Couplet-Form, das ist Ihnen allen klar. Das ist Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Die betreffende Person verschafft sich zumeist unter Anwendung roher Gewalt Zutritt zur Bühne, um dort ihren Unmut in einer circa 2-minütigen Vokalsalve zur Geltung zu bringen. Wir erfahren dabei nicht, woher sie kommt, nicht wohin sie geht, nicht ihren Namen. Als Beispiel dient mir das Auftrittslied der Jeanne aus der zu Recht vernachlässigten Operette Waldmeister von Johann Strauss aus dem Jahre 1895 in Wien. Klingt dann so. Das ist ja nicht mehr zu ertragen, der Regen, der Kot und der Wind. Super Operettentext sowas. Einen vollkommen gegensätzlich konzipierten Auftritt findet man in dem musikalischen Lustspiel Feuerwerk von Paul Burkhardt. Wir erfahren immer noch nicht den Namen der eintretenden Person oder ihren Charakter, aber das Elementare für diese Figur in der Operette. Drittens, die informative Berufsstudie. Klingt so. Berufe raten. Ich koche gern, ich koche gut. Was halt a Köchin kochen tut. Aber ich koch nur mit Gesang, dann schmort das Kalb nur halb so lang. Damit kriegt man 5 Minuten voll.
Für den kategorischen Bereich der musikalisch-pathologischen Studie hat der Berliner Komponist Eduard Künicke einen wunderschönen Auftritt komponiert in seiner Operette mit dem geografisch durchaus prägnanten Titel Der Vetter aus Dingsdar, 1921 in Berlin uraufgeführt. Der Sopran, hier genannt Julia de Weert, der hat ein elementares Problem. Sie missbraucht nämlich den Mond als kosmisches Telefon, um dort ihre Liebe abzuladen, die dann hoffentlich an den Geliebten nach Batavia weitergeleitet wird. Das ist selbst für das Zauberreich der Operette höchst unrealistisch und wenig effektvoll. Klingt dann so, ich mache nur mal den Anfang, damit man so einen kleinen Eindruck bekommt. Die hat auch einen schlechten Walzer bekommen. Strahlender Mond, der am Himmel dort thront. So in dieser Art, und das ändert sich auch nicht. In Berlin der 20er und 30er Jahre gab es die aufwendige Form der Revue-Operette. Da kommen diese besonderen Auftritte und die heißen exotische Phantombilder. Diese Rolle fällt zumeist Tenören mit Migrationshintergrund in den Schoß. Hören Sie mal als Beispiel den Auftritt des Operettentürken Ali Bey Mustafa, der vollkommen klischeefrei die Bühne betritt. Halachai! Halachai! Am Bosporus, dort habe ich einen Überfluss an wunderschönen Frauen. Ein Haremslied. Diese erotische und exotische Spannung auf den Bühnen Berlins gab es natürlich auch in Wien. Da funktioniert diese Rolle ganz andersrum. Da wird es nämlich von einem Sopran dargestellt. Das betrifft das beseelt romantisierte Hereinschweben, die sechste Kategorie. In dieser sechsten Kategorie benutzt man zumeist einen Walzer-Deliriumszustand der Sopranistin, die leichtfüßig die Bühne betritt. Das klingt alles recht schön und galant, und dabei lassen sich auch ganz schlimme Operettenreime wunderbar unter einen Hut bringen, wenn sie von ihren Eltern berichtet. Wunderschön der Satz, der Stallduft herb und wilde, den trägt oft an sich Papa, Mamachen duftet milde nach Träfle im Karnat. Wenn man das in einen Walzer verpackt, klingt das so. Ich mache nur mal den Anfang. Findet auch die richtige Tonart nicht. Und dann schwebt die Sopranistin über die Bühne. Eine besonders ausgefeilte Variante des musikalischen Auftritts stellt das sogenannte Ich-Bin-Entree dar. Diese Tradition, die stammt aus dem Wiener Volkstheater und war vor allen Dingen dazu da, eine Figur kurz und prägnant einzuführen und sich eine längere Exposition zu ersparen. Zu diesem Zweck eilte die Figur meist aus der Seite nach vorne an die Rampe, gab dem Dirigenten ein Zeichen und begann ihr sogenanntes Ich-Bin-Entree. Den Prototypen eines solchen Ich-Bin-Entrees stellt das Auftrittslied der Christel von der Post aus Zellers Vogelhändler 1891 in Wien dar. In fröhlich ausgelassener Heiterkeit springt die Sopranistin nach vorne an die Rampe, gibt dem Dirigenten das Zeichen und verkündet ungefragt: Ich bin die Christel von der Post, wer hätte das gedacht? Ich bin die Christel von der Post, klein das Salär und schmal die Kost, schmal die Kost. Wer in Postkantinen jemals gegessen hat, der weiß, wie das ist. Die letzte Kategorie ist das sogenannte genreübergreifende Entree. 1928 wird in Amerika das erste Musical, die erste Musical-Comedy uraufgeführt, und natürlich hinterlassen diese Spuren des amerikanischen Unterhaltungstheaters auch ihre Wirkung im europäischen Unterhaltungsbetrieb. Die Komponisten lassen nun der zeitgemäß Jazz-Elemente mit einfließen. Als Beispiel dient mir die Operette Die Herzogin von Chicago, da ist natürlich im Titel schon alles klar, von Emmerich Kahlmann, 1928 in Wien. Mary, so sprach mein Papa, Mary, wir haben es ja. Nimm dir viel Money mit, nimm dir den Johnny mit, ja. Sind natürlich inhaltlich auch dürftige Dinge. In diese acht Kategorien lassen sich Operettenauftritte kategorisieren. Man weiß ab sofort, mit was man es zu tun hat. Man kann das Ganze noch ausweiten. Wie hält man sich auf einer Bühne und wie komme ich da um Gottes Willen wieder herunter? Nimmt man ein Duett, trifft es immer gleich schon zwei. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aus München für Sie, Benjamin Künzel.